Einen guten Abend. Nein, wir spielen nicht Forge of Empires, sondern Jagged Alliance. Aber nur kurz. Also kurz in Anführungsstrichen. Ich kann nicht ganz so lange. Ich mache mal noch ein bisschen heller hier, beziehungsweise tausche das Licht. Sound. Oh, Sound. Ja. Da müssen wir noch was machen. Da muss ich nochmal ausmachen. Hier geht's. Und hier, doch. Geht's wirklich nicht? Okay. Passiert, passiert. Ja, genau. Nochmal wechseln hier. Hallo, Tyrawall. Hallo an alle anderen, die vielleicht schon da sind. Eine kurze, nicht ganz so lange, sagen wir es mal so, Runde Jagged Alliance würde ich gerne machen wollen. Ich habe nämlich bis 20:15 Uhr ungefähr Zeit. Dann muss ich das Auto abholen gehen von der Ladestation. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ich hatte das heute schon angeschlossen. Ich hoffe, es lädt jetzt tatsächlich auch, weil es hat. Ich habe heute früh habe ich es eigentlich angeschlossen. So kurz wie bei Pi, wie lange war dein Pi da? Ich habe es heute Morgen angeschlossen. Nee, 20:15 Uhr. Also es ist relativ klar, bis wann. Genau. Ich habe es heute Morgen angeschlossen und dachte, das lädt und bin dann am frühen Nachmittag hin, um es abzumachen und ja. Es war aber hat nicht geladen. Entweder es hat nicht geladen, also es war ein bisschen seltsam, denn das Kabel war ab und es steckte ein Audi dran an der Ladestation und hat geladen an meinem Stecker. Also nicht mein Stecker, sondern an der Stelle, wo ich eigentlich laden wollte. Jetzt weiß ich nicht, ob der mich rausgezogen hat. Oder, also ich weiß nicht überhaupt nicht, ob das geht. Also es gibt da, eine Zeit lang gibt es da einen Stoppknopf, aber der wird dann ausgeblendet. Ja. Oder ob, was schon öfter mal passiert ist, das Laden abgebrochen ist und ja, dann quasi nicht mehr weiterlädt und er mich dann abgemacht hat, weil er gesehen hat, das Auto lädt nicht mehr. Weil dann entblockt sich auch das Kabel. Also dann denke ich schon, dass es sich dann entblockt. Ja, keine Ahnung, was jetzt da der Grund war. Oder ob er einfach meinte, er ist wichtiger und mich rausgezogen hat. Oder so. Aber es wäre schon doof, wenn das ginge. Naja, ich hoffe, es lädt jetzt. Und um 20:15 Uhr ist es dann hoffentlich geladen. Ist natürlich jetzt nicht so schön, weil jetzt scheint die Sonne nicht mehr und jetzt kann da kein Sonnenstrom mehr benutzt werden. Sondern der Strom muss aus irgendeiner anderen Quelle kommen, die dann wahrscheinlich nicht mehr erneuerbar ist an so einer Stadtladestation. Oder sind die. Ich weiß es nicht. Ja, toi, 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 dass es lädt. Ja. Okay, na gut.
Und in der Zeit dachte ich mir, man könnte noch ein bisschen rund um Alma aufklären. Dieses knapp 2 Stunden. Anderthalb. Weil damit hatte ich ja schon mal angefangen. Und hier rennen noch ein paar Gegner rum. Ansonsten müsste es hier auch noch irgendwo diesen Sektor mit der Blattkatzhöhle geben, wo ich ja die Quest bekommen habe, dass ich den Einwohnern helfen soll und die Bloodcats dort erledigen soll, die die Einwohner ständig bedrohen. Genau, aber ich glaube, im Moment schlafen diese Truppen, wobei die schlafen nicht mehr. Die hier schlafen noch, aber die sind auch fast wieder fit. Ja, das kann ich ja Trupp 2 wieder losschicken. Trevor braucht eigentlich noch ein bisschen Schlaf, aber müssen sie ja nicht übertreiben. Ist ja nicht so ausschlafen wie ich heute Morgen. Das war sehr schön. Okay, also, ja, gehe ich hier nach oben wieder zurück. Okay. Die abgedunkelten Sektoren. Und die Bloodcats, die müssten eigentlich hier im Osten sein. Die hatten ja gesagt, irgendwie östlich der Stadt. Wo genau? Keine Ahnung. Ich habe leider auch nicht geguckt. Ich dachte, ich könnte mal gucken im Netz, welcher der Sektoren der Bloodcat-Sektor ist. Bevor ich da mit nur 3 Leuten hingehe, ich glaube, da sollte man schon mit einem großen Trupp hingehen, weil die sind halt sehr gefährlich. So, ja, Jagged Alliance 2 geht auch weiter. Hab mich hier um alles gekümmert. Glückwunsch, Haywire. Du bist der Beste. Hier ist Konrad macht nix. Ja, machst denn du nix? Kannst du nicht irgendwas trainieren? Zum Beispiel Technik oder so, irgendwas, was du nicht gut kannst. Oder im Betrieb. Nee, Pause machen wir nicht. Weiß ich eh nicht so recht, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Ach nee, da ist doch Miliz trainiert, oder? Eigentlich. Stimmt, der hat Miliz trainiert. Das jetzt nicht mehr. Gut, jetzt macht das wieder. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich warte auf einen Befehl. Ihr macht einfach weiter. Okay, ich bin in F14 von Bloodcats umstellt. Das ist schon mal so schön. Training im Job. Ja, schauen wir mal. So richtig umstellt bin ich ja nicht. Eine Brücke. Ist jetzt aber nicht der. Also es könnte ja sein, ist ja so halbwegs östlich, dass es der Bloodcat-Sektor ist. Ja. Appetit, Tyrell. Ja. Wir Wasser. schleichen mal durch. Ja. Ja. Holen uns die entsprechende Nachtausrüstung. So würde ich gerne meinen Zettel nutzen. Ah, mein Zettel ist weg. Mein schlauer Zettel. Egal, dann mache ich jetzt einfach mal den manuellen Wechsel. Ach so, ja, du sollst doch gegen die Brille tauschen. What's up?
So. Ja. Und alle mal in die Knie gehen. Ah, schnell speichern. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal nach Westen. Und wenn ich sie treffe, dann treffe ich sie. Und alright. Wenn nicht, dann nicht. Ich muss jetzt keinen Bloodcat-Kampf machen. Nicht mit drei Leuten. Ich meine, das werden nicht so viele sein, wie wenn ich bei dieser Höhle bin, nehme ich an. Aber trotzdem. Ja. Mach ich. Yahoo. Nee, ich glaube, ich komme durch. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Moral auswirkt, wenn sie diesem Kampf gegen Bloodcats ausweichen. Hallo, bitte. Schauen wir mal. Sieht nicht so aus. Die sind immer noch gut drauf. Hier ist auch noch ein Trupp. Grizzly und Dimitri laufen da noch lang. Ich schätze mal. Ja. Dann treffen wir uns einfach mal in der Mitte. Schließen den Trupp zusammen, dann wird es ja schon besser, um vielleicht einen Angriff auszuführen auf die Blattkett-Höhle. Okay. So, die sind auch wieder fit. Hab mich hier um alles gekümmert. Da geht's. Du reparierst fleißig, oder was? Ist doch schön. Mach einfach weiter. Hab mich hier um alles gekümmert. Bin bereit, weiterzumachen. Warum muss er ständig drüber reden, dass er sich um alles kümmert? Ich bin da, wo ich sein soll. Gut. Einmal den Sektor abscannen. Straßensektor. Ein paar Bäumchen, ein paar Felsen. Sonst nichts Besonderes. Gut, dann könnt ihr euch gleich in der Mitte zusammenschließen. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Lichter Wald. Sehr lichter Wald. Sie. Hey, Kumpel. Die Ochsentür ist vorüber. Auch ein lichter Waldsektor, aber eine andere Waldart. Nadelbäume und ein See gibt's hier. Ein hübscher Sektor. Schade, dass hier kein Kampf ist. Also, das wäre eigentlich auch mal schön, wenn man in so einem Sektor mal Gegner hätte und ein paar Häuschen oder sowas, wo man da kämpfen muss, so am Wasser und so. Ja, nee, ist nicht. So, ihr könnt noch mal schlummern, bis die anderen da sind. Ja. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich weiß, Haywire. Ich weiß nicht, was Haywire will, ehrlich gesagt. Der repariert Gegenstände. Soll er doch machen. Was ist denn sein Problem, dass er ständig sagen muss... dass er sich um alles gekümmert hat. Hat er alles fertig repariert und kommt trotzdem irgendwie nicht raus? Nö, ist noch nicht fertig repariert.
ist der Kümmerer, auf jeden Fall. Ich verbiete ihm gleich den Mund. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Reicht. So. Alex hat ihre Aufgabe erledigt. Die erledigt ihre Aufgabe wenigstens und kümmert sich nicht nur. Okay. Aber kann auch noch mal mehr machen mit ihr. Das ist schon repariert. Kann sich noch um mehr kümmern. Da sind noch defekte Gegenstände. Ja. Okay, dann soll sie damit weitermachen. So, Haywire. Ich weiß nicht, ob das funktioniert für diese Ansicht. Es kann sein, dass es dafür nicht funktioniert. Aber man kann ja in der... Ja. Hier stumm schalten. Nee, das war es nicht, ne? Dumm. Dumm und sprechen. Aus. Stummer geht's nicht. Gucken, ob das klappt. Nein, wir machen das in der Junkyard. Yes, auf dem Schrottplatz. Jetzt hier. Was tun? Schön. Und alle haben alle zusammengefunden. Und jetzt werden alle eine große Familie in Trupp 2. Jetzt zu diesem Sektor. Hab mich hier um alles gekümmert. Auftrag beendet. Fix und fertig. Er kümmert sich weiter. Ich bin angekommen. Jetzt versuche ich mal Folgendes. Haywire, repariere mal normalen. Das ist irgendwie ein Bug. So. Hier ist auch ein lichter Waldsektor. Anders als im Splash-Screen ist da auch kein Gegner. Kein Gegner, keine Hütte. So, ich schlafe nochmal mit Iggy und Moose, denn sie müssen gleich diese drei hier angreifen. Also ich würde zumindest mal versuchen, die drei anzugreifen. Ich denke, die sind alle nicht mehr so stark, weil die aus einem Kampf geflohen sind. Die wurden, denke ich, angeschossen. Deswegen klappt es hoffentlich zu zweit. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich bin soweit. Zur Not speichern und laden. Hab mich hier um alles gekümmert. Ich lerne schnell. Ich sehe aber auch nicht, dass er irgendwas repariert. Ne? Da steht immer nur, ich hab mich hier um alles gekümmert. Steht nicht, ich hab Ärger, dass Haywire irgendwas repariert hätte. Sie reparieren hier fleißig. Alex hat fleißig repariert und er redet nur. Er redet nur und kümmert sich nicht. Haywire, es reicht. Mach einfach. Üb einfach schießen. So. Ich hätte nicht dagegen, wenn ich mich zum Schlafen zurückziehen könnte. Nächster Sektor. Ich habe meine Aufgabe erledigt.
Gut, dann kannst du wieder tauschen. Die Kevlarhose ist noch leicht kaputt. Westen, sind die alle Heiler? So aus. Guardian-Westen, die sind alle kaputt. Ja, nehme ich die vielleicht erstmal rein. Mal ein bisschen zu tun. So, die beiden sind wieder wach und ausgeschlafen und es ist auch jetzt hell. Das heißt eigentlich gemacht. Kein so schlechter Zeitpunkt für einen Angriff auf die bösen Wichte hier, diese drei. In F15 von Bloodcats umstellt. Das ist nicht so gut. Sind sie aber auch nicht wirklich. Ja. Ja. Aber ich gehe jetzt wieder in den... Ist halt alles nicht sicher, ne? Ich kann in den Nachbarsektor gehen. Die sind jetzt wahrscheinlich hier von Bloodcats umstellt, weil die Bloodcats den Sektor gewechselt haben. Die sieht man halt nicht als kleine Pünktchen auf der Karte, wenn die von A nach B gehen. Aber ich hätte natürlich mir den Sektor noch angucken können. Jetzt nicht gemacht. Auch eine kleine Straßenecke, ein bisschen Wasser und viel Wald. Sehr viel schöner Wald. Na, ist doch toll. Okay. Bin bereit, weiterzumachen. Post. Was haben wir denn für Post? Waffenlieferung. Toll. Jetzt ist jetzt alles angekommen. Wir sind noch hier oben. Dann gucke ich nochmal auf die Webseite von Bobby Race, ob jetzt alle Bestellungen geliefert wurden. Bestellseite und Lieferung. Ja, jetzt sind alle geliefert. Dann kann Flo nochmal. Ja, ich weiß, Truppe 1 ist ja gar nicht in der Nähe. Die Kiste öffnen. Ist ja schon da, Flo. Excellent. Excellent. Viele schöne Dinge. 45 schöne Dinger. Okay, noch einige mehr Beintaschen und Rucksäcke. Haben jetzt alle schon Tims Rucksäcke? Haben schon alle. Cool. Okay. Naja, dann ist es eigentlich so weit, dass ich die volllade. Diese Tims Rucksäcke. Rucksack in den Rucksack.
Gar nicht, ob ich das alles mitnehmen kann. Hier wäre bei Biff vielleicht noch eine andere Weste angebracht. Was kann die denn? Die hat den Slot hier nicht. Könnte ich in den MP-Holster packen. Hilft aber auch nicht wirklich. Oder hier unten. Das würde gehen. Die Gürteltasche, die ja mitnehmen, wäre halt trotzdem ganz gut. Halt schlecht. Ah. Ha. Das ist das Gute, aber die passt nicht mit Schalldämpfer dann daran. Alles klar, bis gleich. Okay. Ah, genau, das ist so eine Weste für Maschinengewehrschützen. Wie auch immer man sich das vorstellen kann, dass man da so rechts und links solche Riesenboxen drin hat dann. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Nachtsichtgeräte haben die gar nicht alle. Können wir sie mal versorgen? Das ist, denke ich, auch nicht schlecht. Alle keine. Ansonsten Knieschoner haben sie alle an. Schade. Kann ich die nicht mehr geben. So. Erste Hilfebeintasche. Biff ist voll geladen. Blue hat noch jede Menge Platz. Das ist ja auch voll beladen und Gumpy ist ja schon vorher voll beladen gewesen. Tja, so ein paar Sachen können wir leider nicht mitnehmen. Sehr doof. Die ist auch ganz gut. Im Gegensatz zur Gürteltasche. Könnte Gumpy nehmen. Ist besser als die Blackhawk-Weste. Kann auch noch was mehr tragen. Das passt auch da rein. So kann den Molotow-Cocktail tragen. Dann kann Gumpy noch einen weiteren MP-Holster mitnehmen. Und dann haben wir alles dabei, außer die beiden Westen, die wir nur verkaufen wollen. Naja, besser als nix, würde ich sagen. Und dann nutzen wir jetzt mal wieder den Heli. Und was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen überhaupt? Alma wird ja schon... Naja, ich kann sie nach Alma fliegen. Und in Alma dann einfach weiter
In den Heli, bitte. Alle, dachte ich. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Dann können Sie da der... Wenn's weiter so gut läuft, setze ich Sie bald mitten in Meduna ab, Cap. Genau so ist es. genau, das Trainieren, das Ausbilden übernehmen. Das ist der Plan. Und die anderen können... Verräter in Gegend. Weiterlaufen. Ansonsten habe ich heute noch dran gedacht, dass ich vielleicht dann am Abend, also nachdem ich das Auto geholt habe und die Alex vielleicht ins Bett will und ich noch nicht ins Bett will, das ist ja bei uns meistens so, dass ich ein bisschen länger wach bin und dann meistens gleich lang schlafe. Verräter in Gegend. Die haben ja auch eine ganz gute Basis hier, würde ich sagen. Bleib mal hier bei den Bäumchen. Erstmal noch niemand zu sehen. Scharfschützen. Aber hey, wir sind doch selber Scharfschützen. Ja. So. Genau, dass ich da vielleicht noch das Jagdgebiet angehe. Weil da bin ich ja gestern stehen geblieben. Und mir ist eh aufgefallen, dass irgendwie Jagdgebiet super gut geklickt wird bei YouTube. Und dann dachte ich mir so, naja, es könnte daran liegen, dass die Leute sich fragen, wie sie die Jagdgebiete am besten, oder die Aufgaben am besten in der Zeit schaffen. Und ich habe ja alle Glutsonnen geschafft in dem Video. Und das ist sogar am Anfang des Videos. Und da haben sich vielleicht Leute, die auch Horizon Zero Dawn spielen, dann dort informiert. Könnte sein. Deswegen wäre es eigentlich ganz gut, wenn das wieder am Anfang ist. Falls jemand Horizon Zero Dawn Jagdgebiete Glutsonnen schaffen möchte und dann bei mir gucken möchte. Aber ich weiß nur selber noch nicht, ob ich es schaffen kann. Weil ich ja dieses Jagdgebiet noch gar nicht ausprobiert habe. Uhu. Da ist jemand, aber es ist ein Zivilist. Ich denke mal, die sind eher... Das hat mich erschreckt, Hörer, weil danke fürs Level Up. Womit habe ich das verdient? Was habe ich getan? Ja. Es geht. Ja, es geht. Und es ist ziemlich laut. Genau, ich habe gerade gesagt, ich mache heute Abend dann vielleicht nochmal Jagdgebiete bei Horizon Zero Dawn. Ja, das stimmt, da geht es nicht. Ah, okay. Oder wenn sie nicht hier in der Mitte sind, sind sie vielleicht an der Straße, weil sie sind auch oft an Straßen. Ja. Okay. Ja. Da sind sie ja noch. Gib Wasser. Gut, ich sehe halt noch nicht so gut. Ja. Ja. Wird gemacht. Okay. Hast du schon geschafft, nachzuschauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn Pi heute auch 6 Stunden gestreamt hat?
Okay. Was hat denn Pi 6 Stunden gestreamt? Sind. Ah gut, die Straße ist doch noch einiges länger, als ich dachte. Ich dachte, die ist nur da unten. Okay. Ja. Ich dachte, es ist nur dieser Abschnitt hier. Sie. Gut. Dann. Okay. Dann ist klar. Ja, ich habe gestern auch. Ich habe nicht wirklich im. In der Story einen Fortschritt gemacht, denke ich. Weil ich habe ja diese ganzen kleinen Items geholt. Ansonsten halt über diese Videos, die Apoka Shitstorms Tour von diesem einen Typen und über diese Terminals ein bisschen was aus der Vergangenheit erfahren. Um irgendwie einzusortieren, worum es in dem Spiel eigentlich, oder was im Spiel eigentlich passiert ist. Nicht, worum es geht. Genau, ja, aber ansonsten questmäßig, storymäßig ging es, glaube ich, gar nicht groß weiter. Okay. Ich wollte erstmal alles vor dem. Immer noch nicht. Ja. Streamstress hast du, Tyrawai. Du kommst gar nicht zu den ganzen alltäglichen Sachen, weil ständig Leute streamen. Noch mehr Verräter. Oh. Sehr gut ist seine Gesundheit. Naja, dann haben wir jetzt zumindest unsere Gegner gefunden. Jetzt mal schauen. Ich hatte mich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht so viele Aktionspunkte, dass ich jetzt unbedingt angreifen muss. Nee, er hat mich noch nicht gesehen. Ja, da ist er. Und da ist ein weiterer. Sie sind aber wieder in guter Verfassung. Haben sich anscheinend geheilt. Wichtig wäre erstmal der Elite-Gegner, dem was abzuzocken. Das könnte natürlich sein, dass der Scharfschütze ist. Umso gefährlicher ist er. Also versuchen wir es gleich mal. Hat das irgendeinen Sinn, hier noch näher ranzuzoomen als so? Tut sich nichts. Ja, natürlich. Wochenende wird mehr gestreamt, oder? Nicht getroffen, aber er weiß jetzt Bescheid dafür. Auch wichtig. Iggy ist Verlass. Das ist sehr gut. Ich sehe einen Rotten Man. Er rennt raus aus meinem Sichtfeld und der Dritte kommt dort. Ja gut, kann die Aktionspunkte nicht mehr nutzen.
Aber jetzt. Leider ging der wieder daneben. So, der hat sich aus meinem Sichtfeld zumindest rausbewegt. Der ist noch gar nicht drin. Schade. Sehr schlecht. Ja. Was machen die denn? Hauen die gerade ab? Der ist ganz gut gepanzert. Kann jetzt eh nicht mehr gegen erschießen. Aber auch nicht mal drehen. Gepasse. Ja. Warum auch immer die jetzt nach Norden rennen. Strange. Gepasse. Ja. Guck du mal nochmal nach da. Sehr schlecht. Genau, bevor der dort wieder angreift. Gepasse. Gut. Das Gewehr ist zu schwer und auch das. Ich habe nicht genügend Aktionspunkte. Gepasse. Der ist jetzt genau in diesem roten Punkt, der da ohne Grund vielleicht oder wegen des Gebüschs die Sicht verdeckt. Schade. Das ist schön. Mit dem ist es aber geklärt. Sehr schlecht. Da gibt's kein Problem mehr. So, dafür sitzt Iggy jetzt ungedeckt in der Schussbahn. Na, mal schauen, was dabei rumkommt. Ja. Mit für Iggy gar nicht so viel. Nur für Hamus. Dem tat's richtig weh. Er trifft doch nicht. Ja. Ja. Ich muss neu laden. Und ich weiß nicht, wann ich gespeichert habe. Als ich Ding gesehen habe. Ja. Gut, dann fangen wir mal mit Iggy an. Gepasse. Schießt du doch mal auf den roten. Hat auch nicht geklappt. Ich sehe einen rotten Mann. Gepasse. Den doch vorher auch gesehen. Gepasse. So. Wieder sind sie weg. Aber dieses Mal speichern wir. Gepasse. Sehr gut. Ja. Auch gut. Das ist schön. So, was sieht denn Hamus? Ich hab jetzt ein bisschen Angst, dass der von oben kommt und wir das nicht mitkriegen. Ja. Iggy sieht noch besser zur Seite. Ja. Genau. Genau so ist es. Ja. Aber gut, dass ich gespeichert habe. Ja, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass die wieder hochgeheilt sind jetzt. Ein bisschen ungünstig.
Caramba. Ay, caramba. ¿Qué pasa? Ich mach's nochmal. Ich möchte ja auf den schießen. Und dazu könnte ich ja die andere Waffe nutzen, wenn die nicht geladen ist. Caramba. ¿Qué pasa? Sogar ziemlich gute Treffer. Dieses Mal nicht. Habe Windhau gespürt. Mhm. Stirbt. Ja. Macht nichts? Ja. ¿Qué pasa? Qué bueno. Wir müssen bleiben wachsam. Verräter sind noch in der Nähe. Mhm. Nur nicht wo. Ah, da. Ja. Einfach mal blind schießen. Ich sehe. Ja. Ich sehe einen rotten Mann. War trotzdem ziemlich gut. Lohnt nicht wirklich. Ja. Ja. ¿Qué pasa? Ja. ¿Qué ja. pasa? Ah. Ja. Immer die arme Mus. ¿Qué pasa? Ja. Ja. Konnte sich jetzt nicht entscheiden, ob er sich hinlegt oder nicht? ¿Qué pasa? Ja. Ja. Ja, wir müssen bleiben wachsam. Verräter sind noch in der Nähe. Ich sie sehen. Ich sehe einen rotten Mann. Ja. Er sieht ihn nicht, aber trifft ihn super. Was hat denn Pi eigentlich gespielt? Hattest du das geschrieben? Nee, ne? Ja. Ich sehe ein rotes Wasser laufen aus meinem Körper. Doch, jetzt sieht er ihn doch. Ha, ich gewinne dies. Alle so. Verräter liegen ohne Bewegung in eigenem Blut. Muss es laufen.
Gepasse. Augenmache zu. Übung macht den Meister. Spider-Man 2. Achso, ja. Sniper. Sniper. Sniper-Man 2. Sehr gut, geschafft. Lief nicht ganz so super, würde ich sagen. Aber okay. Ich möchte dahin. Ne. Ja, da möchte ich hin mit den beiden. Nach H14. Denn da können sie sich gleich versorgen lassen. So, ein bisschen Zeit ist noch. Ich bin da, Cap. Mhm. Du lieferst einfach unsere Kreli-Besatzung ab. Und fliegst selber wieder nach Hause. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Nix weiter. Gut, okay, dann können wir mal durchgehen. Durch die verschiedenen Orte, wo es was zu handeln gibt. Ist eine gute Zeit. Haywire hat eh gerade alles erledigt oder so. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Huh? Genau. Sieh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Deine Pistolensammlung wird immer besser. Ansonsten könnten die auch mal Erste-Hilfe-Kits brauchen. Sonst diesmal nichts Interessantes, so wie es ausschaut. Oder ich gucke nochmal die Pistolen durch. Reichweite 14. Ein AP. Ein AP? Nein, mal 19 mm ist halt gut. Hier wird's. Lass dir Zeit. Kurzreichweitig, Reichweite 14 ist schon ziemlich gut. Vielleicht sollte ich diese Beretta mal kaufen. Er hat selber nur so einen doofen Revolver. Bevor gar nichts hat, ist es erstmal ganz gut. Ja, wobei. Dann mal 19 mm Munition verkauft er nicht. Zumindest im Moment nicht. Der andere ist gerade nicht verfügbar. Messer. Haben sie auch gerade nicht? Oder hat er nicht? Nehmen wir mal dieses Kampfmesser. Und ansonsten mal was für die zum Heilen. Weiß nicht, ob der andere was hat. Boah. Ich krieg immer wieder. Was? Ich wollte es kaufen. Seh dich um. Fertig gedrückt, ne? Ohne Transaktion. Okay, dann noch einmal. Was hatte ich noch? Messer und. Lass dir Zeit.
Ja. Ey, du hast doch... Ja, dann... Nehm's halt. Das passt da nicht rein, wahrscheinlich, weil das... Weil das wie eine kleine Maschinenpistole ist. Ich brauche also ein MP-Holster. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Ich habe ja welche gekauft. Nur gerade nicht. Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du in Ordnung. So. Und der andere? Razor? Der hat eine Pistole. Ja, okay. Gut. Dann hätte er seinen Job getan. Wäre natürlich schön, wenn er seine Waffe reparieren würde. Aber dann fängt er wieder an, die ganze Zeit rumzunerven, nehme ich an. Obwohl er nämlich nicht repariert hat. Seinen Helm und seine Weste zum Beispiel. Sagt er die ganze Zeit, er ist fertig. Oder behauptet es. Der Frechdachs. So, dann hätten wir Pablo. Pablo repariert fleißig und auf den ist auch Verlass. Nur ist sein Reparaturkoffer fast leer. Das ist natürlich ein Problem. Moment. Ich könnte natürlich mit dem Heli was rüberfliegen. Das werde ich mal machen, bevor der Heli yeah, hier. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles nee, Roger, Cap. Wir wollen doch nicht da oben yeah, hinfliegen. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Ich glaube, jetzt hört er auf. Noch nix. 100 gezahlt. Okay. Dafür, dass er wieder zurückgeflogen ist oder so. Gut. Nee, dann fliegen wir nämlich nochmal rüber und ich lade nur diese ganzen Taschen ab und das ganze Zeug, was Biff und Flo und so haben und fliege vielleicht gleich noch ein bisschen was nach rüber, nach San Mona. Das kann dann auch Flo verkaufen und wir bringen ihm Reparatur. Taschen mit. Machen wir das so. So. Nein, da wollte ich nicht drücken. Nach San Mona. Ja. Hi, Toni. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Colt Delta Elite, Reichweite 15. Der hat aber... Okay. Das liegt daran. Aber generell 27 Schaden ist natürlich auch heftig. Aber hat auch 9mm Auto. Lied das Ding. Ein G36. Reichweite ist leider nicht so dolle. Da würde wahrscheinlich der Granatwerfer drunter passen und das G36. Nee, das möchte ich aber nicht kaufen. Immer mehr interessante Magazine. Das nehme ich mal wieder. In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ich glaube, Laserpointer kann man auch noch brauchen. Den kaputten und reparier den.
Und sonst? Schon gut. Lass dir Zeit. SD1, SD2, was ist das? Leichte und kompakte Schalldämpfer ermöglichen aufgrund seines Designs dieser große Schalldämpfer. Kann ein Piece in Sturmgewehre angebracht werden? Okay, der andere ist dann für Pistolen. Pistolen und MPs, ja. Ja. Okay, dann habe ich mich verguckt. Ich dachte, das sei ein Schalldämpfer, aber das ist hier ein kleines Zielfernrohr. So, ansonsten hätte ich noch gerne diese kleinen Kampfmesser. Ein paar mehr noch. Aber die hat er auch gerade nicht. Dann verkaufen wir nur ein AK. Hm. Lass mal sehen, was wir hier haben. Und diese das Waffe? Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Und die ist auch repariert. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Hier noch mehr reparierte Waffen. Das ist alles seins. Das soll er nicht verkaufen. Moment, das kann nicht alles seins sein. Das ist nämlich zu viel. Achso, das ist das Scharfschützengewehr, was ich noch zusätzlich gekauft habe. Hi! How are you? Ich könnte noch nach Match-Munition gucken bei Tony. Ansonsten muss er noch weiter reparieren. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nice. But okay sounds not brilliant. Not great. Ah, er hat nur MP-Match-Munition. Okay, ja, muss nicht sein. Granaten ist halt immer so eine Sache. Könnte man natürlich machen. Gerade so eine Senfgrasgranate hier. Die dann reparieren. Die nehmen wir mal. Auch noch dazu. I'm going baby steps with Jagged Alliance. Schon gut. Lass dir Zeit. It takes time. For me at least. Sehr gut. Okay, dann können Sie wieder, kann er wieder reparieren mit dem Rest, den er noch hat. Und dann wäre noch Alex. Sie hat noch. I don't know, I don't have anyone else who plays Jagged Alliance. Yeah, a lot of Germans love this game. So, if you look for streams with Jagged Alliance 2, then I guess half of them are German speakers. Seems to be. Okay.
Dann ziehe ich die nochmal. Die hat schon 100, die hat auch 100. Die hat 90, die hat auch 90. Ja, verkaufe ich vielleicht. Wenn Keith. Oh, hallo. Die beide kaufen kann. Sie wissen ja, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. No one? Yeah, from time to time, there's somebody. But I'm often alone and cannot rate anybody else who's playing Jagged Alliance 2. Except you. Okay. Yeah, same for me. When I'm playing and I try to rate somebody, no one's there. not with this game. At least. Okay. Ja, Brillen habe ich, glaube ich, jetzt. Bin ich, glaube ich, versorgt. Die nehme ich. Dann kann ich die wieder auffüllen, die Kiste. Hat er ein leichtes Messer? Nein. Okay. Alles klar. Sie bekommen sogar noch was raus. Das ist klasse. Sehr schön. Und ich guck mal, ob ich noch mehr verkaufen kann. Kevlarhosen vielleicht? Sie kein Problem, Mann. Ja, okay, das tut mir echt. Die sind zu teuer. Alles klar, das war's dann. Eine geht noch. Mit ihm. Denk mal, der hat 1000. 1000 Dollar. Hat der, schätze ich. Okay, dann soll er weiter reparieren. Ja, sie. Gut, dann schaue ich mal nach dem der Gruppe hier. Konrad hat ja auch einige nicht so gute Taschen. Er hat zum Beispiel dieses Igelholster noch, das wollen wir nicht, das können wir direkt mitnehmen. Und er hat noch keine Pistole. Dann. Der hat auch keine Beinprotektoren. Und nur schlechte Taschen. Wenn wir mal ihn ausstatten mit einer TIMS-Kombination. So. Ja.
soll er schon behalten. Gasmaske und das Senfgas auch. Er hat auch kein Getränk. Das kannst du mitnehmen. Handgriff mit zwei Beinen. Das ist natürlich auch nice. Perfekt. So, er braucht nicht so viele Granaten an der Hand, denke ich. Ach, und ich wollte ihm noch ein MP-Holster geben. Das geht ja auch da rein. Alles gut. So, dann kriegt ihr noch ein MP-Holster. Passen die Dinger da rein. Okay, perfekt, würde ich sagen. Kann er auch noch mitnehmen und noch ein bisschen was mitnehmen von dem Zeug, was da rumliegt. Da er nicht rumliegen soll. Gut. Muss ich ihn noch einsammeln, richtig. Das kann er mit sich tragen. Das Medipack braucht er nicht unbedingt. Das können vielleicht eher die, die drei mitnehmen, aber Flo hat schon zwei. Okay. Nee, dann lassen wir das hier. Okay, dann fliege ich jetzt in dem Heli erstmal. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Die hier alle ab und versorgt die. Ich stolz sein. Hey, Kumpel. Jochsen. Ja, ihr könnt schlafen. Zack. Ich bin da, Cap. So, was sagt die Zeit? 19.50 Uhr. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? So, nächster Ort. Hier liegt sehr, sehr viel rum. Und es gibt Chris und Miguel. Wie sind die versorgt? Eigentlich ziemlich gut. Schon. Magazin, Granattasche. Chris. Dem fehlt noch eine Beintasche, eine andere. Achso, er könnte natürlich auch eine Timbs-Kombi brauchen. Denn so kann er halt viel weniger tragen. Dann kriegt er die. Timbs-Tasche. Ja, so nicht. Und Rucksack. So, dann müssen die Granaten raus. Sachen erstmal alle raus. So, dann gibt's einen neuen Rucksack, eine neue Tasche. Und das kann wieder rein. Viel schwerer. Die Tasche. Die da rein. Okay, und der Aruk-Rucksack, den kann Gumpy mitnehmen. So, und dann schauen wir mal noch nach einem weiteren MP-Holster.
Noch jemand eins mitgenommen? Sieht nicht so aus. Hätten noch gute Nachtsichtgeräte. Das sollte Chris schon haben. Der hat einen Dreier schon. Und Miguel, der hat nur einen Zweier. Da können wir noch tauschen. Die So, kriegt ihr noch ein besseres Nachtsichtgerät. Ansonsten natürlich die Munition, habe ich gerade gesehen. Die Munition natürlich. Können wir hier natürlich auch ihm... Ja, eigentlich braucht er das gute, das bessere Nachtsichtgerät nicht. Da ist die Munition. Bei Gumpy. Ist... serviert. Egal, das kann hier erstmal liegen. Dann Munition für Chris. Five rounds. Ach so, weil das halb leer ist. Okay. Ja. Gut. Und dann hatte er ja noch eine zweite Beintasche. Wäre halt noch nice. Die passt für Chris. Erstmal gucken, was da passt. Großes Magazin, Beintasche, Flasche, das geht vielleicht. Granattasche passt nicht so gut. Die passt auch nicht so gut. Probieren mal die. Ja, die kann ich da reinmachen auch, aber in den Granatplatz ist eigentlich nicht so super. Ah, und die Magazine passen da nicht rein. Welche andere Magazine, die da reinpassen? Die nicht. Nee, die Tasche ist für ihn nicht geeignet. Aber wir haben ja noch mehr. Die hätte... Ich habe ja zugemacht. Könnte ich vielleicht nehmen. Die nicht. Aber die geht vielleicht. Das ist eine erste Hilfe, ne? Ja. Die ist nicht für ihn geeignet. Gumpy noch Taschen? Nicht so kleine Beintaschen. Die geht vielleicht. Da kann der Molotow-Cocktail da rein. Das könnte da und die Magazine da. Yes, yes. Naja. Ist halt nur anders verteilt. Okay, der hat halt diese schweren Dinger hier noch, die Keramikplatten. Am Mann.
möchte ich denen halt erstmal geben. Rumtragen brauchen wir die nicht. Einfach nur so. Ah, ich komme an beide Taschen gut ran. So, dafür kann er diesen Holster jetzt nicht mehr benutzen. Oder diesen, naja, kann er schon. Er kann das, die Munition da reinmachen. Irgendwie doof, dass es nicht mehr sinnvoll ist, die zu nutzen. Weil er nicht diese Munitionen hat. Okay. Gut, Aufgabe erledigt. Ah, Beinprotektoren. Stimmt nicht. Fliegen wir nochmal zurück zu Konrad. Beinprotektorenlieferung per Heli. Na, das machen wir jetzt nicht. Teuer. Okay, ich bin da. Hier. Wenn das Geld jetzt nicht fehlt, hätte ich eigentlich doch machen können. So, Gumpy hatte... Gumpy... hatte Beinprotektoren dabei. Für Konrad. Genau. So, ab nach oben. Oder wir gehen erstmal nach rechts. Nee, oui. Beeilen Sie sich, Cap. Der Treibstoff brennt. Ja, ist okay. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. So, noch 15 Minuten. Noch 15 Minuten Logistik. Ein kurzer Kampf. Was ist wahrscheinlich heute schon wieder? Mit Jagged Alliance. So, wen haben wir denn jetzt hier? Ira. Ira kann vielleicht die Medizintasche brauchen oder aber Fox. Ah ne, Fox ist auch mit den Taschen schon ziemlich gut ausgestattet. Denke ich. Ist halt sehr gut für seine, für ihre Pistolen. Diese Tasche. Und ich möchte denen kein Tims Set geben, weil dann sind die nur immer überladen. Die beiden. Aber wir schauen mal mit der Medizintasche. Das, was für Ira ist. So, genau. Die passen da rein, die Regenerationsbooster. Na, und normale Medipacks passen da rein. Sie ist trotzdem schon ziemlich überladen. Tasche ist halt auch nicht so leicht. Wofür ist das? Auch dafür. Auch für Verbandszeug. Ich könnte sie fast so. Weil die Tasche ist halt noch leichter. Eine zweite andere Tasche mitnehmen. Aber welche? Weiß nicht. Ist alles nicht so richtig doll sinnvoll.
Ja, naja. Ist okay. Ist okay. So, und hier, das Werkzeug werden wir gleich mitnehmen. Die Pistole ist auch was für Konrad. Der Munition. Gut, und Fox ist ja schon ganz gut versorgt. Genau, dann gehen wir wieder runter zu Konrad, geben ihm die Pistole und die Munition. Ja, ich höre. Ich kann nicht länger warten, Cap. Treibstoff wird knapp. Ist schon okay, du kannst warten. Bin am Drehort. Ich will mich nur darauf hinweisen, dass ich Kosten verursache. So, mein Handy klingelt wegen... Nein, ich will gar nicht runter. Ich will's doch gar nicht im Detail angucken. So, Gumpy hat noch eine Pistole und Magazine für den pistolenlosen Konrad. Magazine sind halt jetzt noch nicht passend. Muss ich noch umkonvertieren. Machen wir es so. Naja, eigentlich ist kein Munitionsmangel. So. Die Muni bleibt da liegen und er hat eine gute Pistole. Sehr schön. Und die drei gehen nach oben. Ja, ich höre. Okay, ich bin da. Hier. So, hier ist auch nicht viel der Erde. Wir haben Vince. Vince hat schon eine Erste-Hilfe-Beintasche, die er schon fleißig benutzt. Hat einen schlechten Igelholster. Schlechtes Igelholster. Lass mal lieber rausnehmen. Er hat auch kein gutes Nachtsichtgerät. Was haben wir noch für Vince? Magazintasche vielleicht? Taugt die was für ihn? Er hat diese Waffe. Da gehen die Magazin. Da geht das Magazin. Okay.
Ja. Das ist sogar sehr gut für seine Waffe. Das ist eine sehr gute Tasche für seine Waffe. Ansonsten könnte ich noch gucken. Ich hatte doch noch bessere Nachtsichtgeräte. Da. Kriegt der Vince auch so ein... Naja, eigentlich ist es bei ihm ein bisschen fehl am Platz. Sollten wir lieber die anderen versorgen mit guten Nachtsichtgeräten? Und Blue hat noch eins. Hat Gumpy auch noch welche? Nee. Gumpy hat dann keine mehr. Was hat denn Carlos? Der hat auch noch kein gutes. So, jetzt aber. Und er hat auch noch keine Tims-Kombi. Könnte er auch brauchen. Also machen wir die auch klar. Dann kann er jetzt die Nachtsichtgeräte mitnehmen. Dann bei Gumpy noch der passende Rucksack. Zack. Ist ja nicht so viele an der Hand haben. Drei vielleicht. Okay, und er könnte auch noch eine andere Tasche brauchen. Eine Granatentasche wäre, glaube ich, ganz gut. Vielleicht Granaten und Magazine oder sowas? Als Tasche? Granaten und Magazin. Gleiches 20:15. Danke dir für diesen Service-Hinweis. Granaten und Magazin. Ja, dann nehme ich diese hier. Nehmen wir ruhig die kaputte. So. Und da passen die alle rein. Die Granaten kann er jetzt erstmal da nach unten packen. Ist doch gut so. Doch viel besser aufgeteilt. Aber schwer wieder. Bisschen drüber. Muss ja noch ein bisschen Kraft gewinnen. Gleich 20:15, das stimmt. Ich würde es gerne noch fertig machen. Also, Carlos ist ausgestattet mit einer Tims-Kombination und einer neuen tollen Tasche. Sind wir zufrieden? Was ist mit Mad Dog? Der hat schon Tims. Was er noch nicht hat, ist eine andere Tasche. Braucht er die? Granate und Magazin schadet sicherlich auch bei ihm nicht. Vielleicht auch so einer mit einer Flasche noch dran. Dann wäre das die obere mit einer Flaschenhalterung.
So, dann packen wir das raus. Ach, er hat gar keine Granaten. Doch, er hat Granaten. Ja, jede Menge Magazine. Okay, ist gut so. Ist doch gut so. Dann Barry. Barry hat schon gute Taschen. Den können wir nicht mehr versorgen. Schwer beladen. Und Vince hatten wir auch schon. Dann sind wir durch. Aber trotzdem lade ich jetzt die ganzen restlichen Taschen hier noch ab, die sie noch bekommen haben. Denn da gibt es noch ein paar, die noch nicht versorgt sind. Gar nicht so schlecht, die Vesta. Jeden Fall besser als andere. So, dann hätten wir noch diese Taschen. Ja, die lasse ich trotzdem, die lasse ich alle hier, weil ich die fehlt noch. Der alles ausgegeben, was er ausgeben wollte. Ja. Ja. Und Gumpy. Genau, das Zeug nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Auch verkaufen. Braucht niemand mehr. Sehr schön. Dann alle in den Heli und dann mache ich. Verstanden. Schluss für heute. Weiter? Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? So. Fahrzeug. Wo ist der Heli? Was? Ich kann nicht länger warten, Cap. Treibstoff wird knapp. Ich muss zurück zur Basis. Ich kann nicht länger warten, Cap. Ich kann nicht länger warten, Cap. Dann fliegt er eben zurück zur Basis. Ich muss zurück zur Basis. Ich kann nicht länger warten, Cap. Treibstoff wird knapp. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich kann nicht länger warten, Cap. Treibstoff wird knapp. Ich muss zurück zur Basis. Thürerwald, danke dir für 42 Bits. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Für den kurzen Stream. Ich speichere an der Stelle und ich guck mal, wahrscheinlich heute Abend noch Jagdgebiete der Kaja, glaube ich nicht, das ist irgendwie so ein Mix bei jetzt gespeichert, ich denke ja, aber bin nicht so 1000%ig sicher, ja. Und um die Zeit finden wir bestimmt jemanden, den wir raiden können. Und am PC ist es ja immer leichter zu raiden. So, ich schalte schon mal auf den Endscreen und dann suchen wir mal raus.
wo es noch hingehen kann. Für euch, falls ihr noch zuschauen wollt, weiter. Soon macht Musik. Armin chattet. Ach, dann machen wir lieber Musik, würde ich sagen. Es sei denn, ihr macht jetzt schnell einen Einspruch. Warte, warte, warte. Da ist doch gerade der P-Live gegangen, oder? Da ist doch gerade der Freaky P-Live gegangen. Heute ist ja Samstag. Kommt der nochmal? Macht der noch einen Stream? Dann würde ich sagen, raiden wir zu P. Wenn er es erlaubt. Für Treibstoff. Danke dir. Für den Treibstoff. Die Treibstoffspende. Warum? P ist nicht auf meiner Liste. Ich darf P nicht mehr raiden. Ihr könnt ja mal P anquatschen, warum ich ihn nicht raiden darf. Ich raide jetzt zu Soon. Ja, also seine Einstellungen sind heute, oder ich glaube von Josie auch, die haben ihre Einstellungen geändert, dass sie so kleine, unbedeutende Spieler wie ich nicht mehr raiden dürfen oder so. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas. Ich kann sie nicht raiden. Vielleicht kannst du ja mal nachfragen, Thyrabai, warum das nicht gehen könnte, was der Grund sein könnte. Und mir mitteilen. Okay, na dann danke dir nochmal für die Bits und dann wünsche ich einen schönen Abend und viel Spaß beim Weiterschauen bei P und Josie, wo du ja wahrscheinlich dann wechseln wirst oder vielleicht nochmal kurz bei Soon. Na dann, liebe Grüße, ich muss jetzt erstmal los.